Willkommen zu meiner Wochenendsroutine. Am Wochenende schlafe ich lange aus, mindestens bis 10. Dann stehe ich auf und mache mein Bett. Um ein bisschen herunterzukommen und zu entspannen, spiele ich Gitarre. Dann gehe ich raus und hole die Post rein. Ups, jetzt ist sie mir doch gerade heruntergefallen. Die lege ich dann einfach auf den Küchentisch. Danach wecke ich meine Geschwister. Draußen bleiben, Giftzwerg! Ich steh nicht auf, du gehst jetzt raus, 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 raus. Und dann meine Eltern. Noch 5 Minuten, Schätzchen. Noch 5 Minuten. Dann zieh ich mich an und geh frühstücken. Es war ja klar, dass die anderen nicht aufgestanden sind. Ich esse fröhlich Müsli aus meiner Blumenschale und trinke einen schönen warmen Kakao. Dann füttere ich Beppo. Hier, mein Braver. Und gehe nochmal in mein Zimmer. Ich checke unseren Wochenplan. Puh, Glück gehabt. Nichts mehr auf. Und tausche den dann gegen Computerspiele aus. Yay, geschafft! Ihr dürft es niemandem sagen, aber wenn niemand da ist, spiele ich immer heimlich noch mit meinen alten Puppen. Aber pst, das bleibt ein Geheimnis. Endlich sind die anderen auch wach. Das merke ich daran, dass sich meine Mutter beschwert, dass ich meine Frühstücksschale mal wieder nicht leer gegessen habe und weggeräumt habe. Lisa! Nur zur Info, das ist meine Mutter, Annette. Das ist meine große Schwester Natalie, mein kleiner Bruder Maximilian und mein Papa Paul. Da jetzt endlich alle wach sind, kann ich ohne Sorgen fernsehen. Natürlich kommt sofort Natalie, die ein anderes Programm sehen möchte und einfach den Fernseher umschaltet. Hey, ich wollte es jetzt aber gucken. Deshalb schleiche ich mich im Dunkeln heimlich an ihren PC. Als Rache sozusagen. Da kann man die besten Online-Spiele spielen. Mittagessen. Da Natalie mich in ihrem Zimmer erwischt hat, wurde ich aufs Wohnzimmer verbannt. Jetzt muss ich diesen ekelhaften Milchbrei essen und den Tomatensaft trinken. Aber dafür kann ich nach Herzenslust Radio hören. Danach verziehe ich mich mit einem Buch in meinem Zimmer. Zum Abendessen bin ich nicht gegangen. Das Buch war zu spannend und ich hatte keinen Hunger. Ich musste dann abends noch baden, mich umziehen, den Herd putzen und Beppos Bett machen. Dann musste ich schon ins Bett. Um 7:30, weil morgen ja Schule ist. Tja, ich aber bin schlau. Ich habe eine geheimnisvolle Leselampe bei mir und mein Buch. Das wird eine schöne Nacht.